Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Pam will ich sprechen. Bringt den Sie Typen hat sowas erklärt, von um warum, irgendwann. aber ich hab's nicht verstanden. Ja, du bist ein Vollidiot. Ja, ich wollte eigentlich, mir ist gerade, während ich mich hier hingebockt habe, aufgefallen, ich habe vergessen, mir einen Begleiter mitzunehmen, wegen den Erfahrungsbuchs und so. Ja, so wie dazu. Okay. Ich hoffe, wir kommen Erfahrungspunkte jetzt. Ich will die Mission nämlich hier abgeben. In der letzten Folge waren wir, glaube ich, haben wir hier diesen Zins zurückgebracht für das Institut und ja, ein bisschen verdeckte Ermittlungen hier abgeben. Gott sei Dank. Vertrau mir. Hallo? Ich hab dir doch gesagt, dass die Molekularstabilisierungsmatrix gehalten hat. Komisch. Gestern warst du dir da nicht so sicher. Ich bin so unglaublich froh, dich zu sehen. Hat es funktioniert? Hast du es in das Institut geschafft? Ja, Der Signalfänger hat funktioniert. Ich war im oh nein, Institut ich hab keine Brille an. Zurückgekehrt. Ich kann das fast gar nicht glauben. Und Toms Holoband? Hast du Kontakt mit dem Patrioten? Eine Sekunde. Aufgenommen. Ja. Ich habe den Patrioten getroffen. Sein Name ist Liam Binet. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir brauchen sämtliche Informationen, die du von dort drin mitgebracht hast. Schreib einen kompletten Ich bin Bericht voll nicht Mitglied von dem Institut. Anschließend analysieren wir ihn und überlegen uns den nächsten Schritt. Los, an die Arbeit. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Okay, ich sag vielleicht nicht zu viele Sachen. Einmal. Okay. Vorläufige Analyse beendet. Was Wichtiges dabei? Positiv. Codename Patriot benötigt Admin-Daten für Sicherheitssoftware Code Defender. Querindizierung von CIT-Sicherheitsadministratoren mit Volkszählungsdaten von 2077. Filtere nach noch vorhandenen Strukturen. Eine Übereinstimmung gefunden. Bergman Wilfred, eingetragen als Miteigentümer von Cambridge Polymer Labs. Anmeldedaten war ich ja schon oft, glaube ich. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% in dieser Einrichtung. Danke, Pam. Kompliment entdeckt. Analyse irrelevant. Komm zurück, wenn du das Passwort hast. Mit etwas Glück haben wir bis dahin einen Schlachtplan. Okay. Mit dir muss ich reden wegen Dings, ne? Schlaf am Bunker, ne? Ne, ne. Lass mal, halt mal. So. Was? War sogar hier, mein Gott. Oh, ich finde das jetzt nicht. Warum sagt er mir, ich soll da reingehen? Polymer Labs. Hallo? Warum sagt er mir, ich soll da reingehen? Ah. Cambridge Polymer Labs. Okay. Nicht alleine hingehen. Aha. Sollte vielleicht einsamer Herumwandern nehmen als nächste Fähigkeit. Aber nee, erstmal Stats. Und wir wollen schon bei Nuka World kriege ich auch noch eine Menge Erfahrungspunkte und so. Ne. Mal schauen. Eins nach dem anderen. Erstmal in jeder Fraktion die Quest so weit machen, bis ich nicht hier zwingend verfeinern kann mit irgendwelchen Leuten. Okay. Beide sind noch in Ordnung. Ich tue jetzt nach jeder Aufnahme nachgucken, ob hier
tue mich hier zu jedem Versteck hier porten. Jetzt gucken, ob die mich angreifen oder nicht. Aber ich müsste ja eigentlich erfahren, wenn ich verfeindet werde mit irgendjemanden. Das hier ist von der Bruderschaft, das hier ist von der Railroad, das hier ist von Dingens hier, vom Institut. Wenn ich irgendwas mache, was mich zum Feind von irgendeiner macht, dann müsste ich das ja erfahren. Ich muss mir nur eine Mission von den Minutemen holen. Ja, ich muss mir nur noch was von den Minutemen holen. Bin ich auf der sicheren Seite, wann auch immer ich mich hier verfeindet habe mit irgendjemandem. Zu Preston Garvey irgendwann gehen. Muss die Mission eigentlich machen, muss sie nur rumschleppen. Und dann werden die ja abgebrochen. Hi. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich doch noch nicht. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Die Welt ist untergegangen, aber man kann ja trotzdem am Schreibtisch sitzen. Mal sehen, welche Beschäftigungsmöglichkeiten wir für jemanden mit Ihren Qualifikationen haben. Aufgrund von erhöhtem Personalbedarf haben wir den Einstellungstest entsprechend verkürzt. Frage 1. Konnten Sie schon Erfahrung mit Polymersynthese sammeln? Braucht mich das sowieso. Also reden wir mal Tacheles. Berechne Testergebnis. Ich kann Ihnen eine Stelle als Finanzkoordinator anbieten. Viel Spaß beim Bei Roboter kann ich vielleicht überreden. Um militärische Gelder. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung erhalten? Klar, warum nicht? Wunderbar. Okay, was ist hier? Bitte setzen Sie sich, dann beginnen wir mit der Präsentation. Okay. Die Cambridge Polymer Labs sind aus der Forschungs... Warten, eine einer Gruppe brillanter Studenten entstanden. John Elwood, Erica, ich glaube, wir müssen normalerweise irgendwas eine Präsentation starten oder so, ne? Dieses Bild zeigt sie bei ihrer Abschlussfeier. Ihre Forschung über nukleostriktive piezoelektrische Polymere erweckte im Herbst 2073 die Aufmerksamkeit von Colonel George Kemp. Im Frühjahr 2074 wurde die Firma mit großzügiger Unterstützung der Defense Experimental Research Project Initiative gegründet. Mein Gott, das ist ein unnötig langer Name. Aus der Forschung entstanden mehrere Komponenten für das Liberty Prime Projekt. Mit dem Anchorage erfolgreich verteidigt. Ja, Liberty Prime. Kommt ja auch in dem Spiel vor, ne? Boah, freue ich mich schon. Und heißt sie in ihrem Forscherteam bei der Arbeit für ein besseres Amerika willkommen. Folgen Sie mir bitte ins Labor, damit Sie ihre patriotische Superroboter der Bruderschaft. Mitarbeiter erhalten Freigetränke. Bitte beschriften Sie Lebensmittel oder Zigaretten, die Sie im Pausenraum zurücklassen. Keine Gegner hier. Dann einfach. Aber du hast okay. Mitarbeiter im Bereich Finanzen erhalten einen Anzug, dessen Kosten von ihrer ersten Provision abgezogen werden. Ziehen Sie bitte Ihre Arbeitskleidung an und folgen Sie mir in den Entgiftungsraum. Okay. Sehr geil. Das Forschungspersonal wird Sie auf der anderen Seite begrüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und willkommen im Team. Dankeschön. Gehen Sie in den Entgiftungsraum. Jetzt kommt ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat.
Mitarbeiter dürfen das Labor daher erst nach Abschluss des Projekts zur Piezo-Nuklearkleidung verlassen. Oh. Genau wie ein Ding ganz hier. Projektleiterin Dr. Elwood Bulung über Forschungsanweisungen zu erhalten. Starte die Kontaminierungssequenz. Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Haben Sie die Forschung zur piezonuklearen Auskleidung abgeschlossen? Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Ja, mich voll hier an Point Lookout hier. Eine Mission, wo man irgendwie so einen Chinesen irgendwie, so einen toten Chinesen, so eine Mission. Na, Bergmann. Abschließen musste und dann irgendwie. Sollte man als Belohnung irgendwo in so einen Raum gehen. Und dann wird er auch mit Strahlung die ganze Zeit versehen. Man muss da flüchten, so James Bond-mäßig. Chemische Reagenz. Was hier vielleicht? Mal steht da irgendwas? Es muss noch Lithium überall. Haben wir irgendwas? Was ist das links? Salzsäure. Okay. Hier irgendwie mixen oder was? Und hier sieht es nach Gegnern aus. Wo ich bei den Helden jetzt die ganze Zeit immer an, ne? Alles ausgerüstet. Hi. Oh, sehr gut. Wow. Mehr Gegner. Komm, noch mehr Gegner. Oh, Gegner. Alter, immer wenn ich das aktiviert habe, ne? Auch zu wenig. Hier mal ein paar Stärke auftauchen. Bügeleisen. Den damit einen überbügeln. Nein, keine Zigarette mitnehmen. Hey, warum jedes Mal, wenn ich zum ersten Mal in die Third Person Perspektive gehe, dann ist er immer erst so am Stottern.
Aber nur das erste Mal, nachdem ich irgendwie geladen habe oder mich teleportiert habe irgendwo hin. Na, ich muss mal gerne so eine Probe hier finden, so eine weitere. Ich sag mal jetzt mal unten alles erkunden. Jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Ja, gar nicht so einen Stift bekommen habe noch vorhin, als ich den Anzug bekomme. Naja, das wäre halt spät aufgefallen. Also nicht aufgefallen, aber ich habe erstmal spät hier angesprochen. Statt in dem Moment, wo ich den bekommen habe. Oh, ich jetzt hier mal. No. Da ist so ein Teil. Bestimmt irgendwas mitmachen. Lithium Hydrid. Passiert irgendwas, wenn ich jetzt starte? Entweder fehlt hier ein Teil oder das funktioniert nicht so. Ja, irgendwie so was. Grüner Ventilator. Sammeln wir erstmal ein paar von diesen Dingern ein. Ja gut, ich habe noch so durch das Fenster irgendwie gefunden. Ab hier zum Beispiel noch eins. Sammeln wir die erstmal alle ein. Was? Kommst du denn her? Du bist auch. Willkommen, was? Was ist denn? Oh Gott. Boah, war knapp. Okay. Er sollte evakuiert werden, bis Ramatoren vor Ort sind. Das ist zuständig zu tragen. Mein Gott. Viel zu viel, ja. Ich bin bei dir jetzt. Okay. Okay, hier haben wir ein Passwort. Das Terminal hier noch funktioniert, sonst wäre ich hier ewig gefangen. Wäre ich nie rausgekommen. Nie. Ja. Oh.
In die restlichen Ort hier noch. Au, was? Da. Was? Molly, warum? Was ist für ein merkwürdiger Ort hier? Da ist immer noch einer. Lustig. So ein Dingen. Dann komme ich da rein. Was? Hallo, na? Der könnte ein bisschen schwerer kaputt zu gehen sein. Ne. Da wo ist denn jetzt dieser Raum mit den Beltern noch mal? Steht da sogar. Da, was seid ihr beiden? Gold und Kobalt. Ja, was soll ich noch mal hier machen? Was mache ich da überhaupt? Lithium, Hybrid und Gold. Ist das hier? Tungsten. Na, gucken wir mal, was das bringt. Also top, was muss ich denn da rein tun? Finde ich wahrscheinlich irgendwo da radioaktiv. Das müsste doch bestimmt in diesem Raum sein, wo der Ghoul war. Ich müsste mich da reinkommen. Komme ich jetzt da rein? Na komm, wie komme ich da rein? Da bestimmt. Ja, wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? Aber hier. Boah. Ist das? Do this shit to again. Verdammt. War doch nicht so unnötig kompliziert.
Sei doch nicht so da, meine Güte. Ist ja nicht hier hingelaufen. Epic Slow Motion. Also. Da krieg ich doch bestimmt ein gutes Dings her. Das ist also top. Das ist doch, oder? Messen nicht mixert. Das spuckt so eine Wackelpuppe aus. Das wäre awesome. Der Ausgang ist immer noch irgendwo ein Gegner. Oh Mann. Na, jetzt aber. So, das einfach hier durch. So, mach irgendwas. Okay. 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 Also. Was? Das wäre ein Ding, das ist eine Power Armor. Okay, kann man sich ja noch mehr erstellen? Ich hätte jetzt auch so ein Busteil bekommen, was viel gibt. So, was machen wir mit Salzsäure und Kobalt? Jetzt explodiert das hier so. Mal gucken, was das bringt. Vielleicht kann man sich da voll die geilen Sachen erstellen, ne? Also alles gut. Aus hier. Die Liste Mona zurückgehen. Mission abgeben. Level up abholen am besten und dann gehen. Hier ist irgendwo noch ein Gegner, aber ich finde den nicht. Also was soll's, was? Hier oben war ich noch nicht, oder? Ich weiß nicht, dass Molly auf mich losgegangen ist. Hast du mich da unten nicht abgeschossen? Ja. Das ist noch voll viel, Mann. Hat schon lang genug, Mann. Wie schön. Okay. Dann was mal. Immer noch irgendwo ein Gegner, was?
Direktor. Hätte er so lange überlebt. So ein Ghoul überhaupt essen und zu überleben. Wie die Titanen aus Attack on Titan. Und das Magazin, was ist hier? Chirurgenblatt. Sonst nix, ne? Nö. Oder sonst nix. Gut. Ich werde auf jeden Fall mal googeln, was diese Dinger machen. Ich hab die Dinger. Diese Reagenzen da machen. Mich nämlich interessieren. Warte mal schon. Okay. So, raus hier. Mission abgeben. Erfahrungspunkt abholen. Level up abholen, glaube ich. Also kurz vor dem Level up, wenn ich mich irre. Und dann weiter. Go home, go bad. Go home, go bad. 290. Part schon, meine Güte. Dann sind wir schon bei 300. Ich soll vielleicht vor Part 300 im Nuka World reinstarten, weil dann kann ich mit Thumbnail machen. Ja, schlechten Thumbnail machen, obwohl ich bis dahin schon aufgenommen, ne? Ja. Ja, also ist eigentlich egal. Ich war dann schon bei Dingens, bei Nuka World. Schwer zu erklären, weiß ich nicht. Mal schauen. Genau. Es geht. Du bist beschäftigt, ich rede mit dir, du kannst nicht beschäftigt sein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, hallo. Sprich mit mir, also nicht mal der redet mit mir jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Hälfte von euch weiß das bereits. Aber bei etwas so Großem kann ich nicht weiter auf Geheimhaltung pochen. Die Gerüchte sind wahr. Einer unserer Agenten hat es ins Institut geschafft. Weißt du, woran Trüfteltom gearbeitet hat? Ja, Toms Arbeit hat damit zu tun. Aber das Gerät und der Zusammenbau gehen auf die Kappe des Wanderers. Nachdem er das Gerät zusammengebaut hatte, schaffte er es ins Institut. Ich heiße Professor. Wo ist das Institut? Wir wissen es nicht wirklich. Wahrscheinlich irgendwo unter dem alten CIT. Aber wir haben für die Reise ein Teleportationsgerät verwendet. Also könnte das Institut überall sein. Was hat er herausgefunden? Ich weiß, ihr habt alle Fragen. Aber ich habe alles gesagt, was ich zu dem Thema sagen kann. Aber eins noch. Die Einsätze, die ihr jetzt plant und durchführt, sind die wichtigsten unseres Lebens. Wir haben jetzt die Chance, mehr Sünds zu befreien, als wir uns je erträumt hätten. Also, gebt alles. Schön, dich bei uns zu haben. Ich habe das Code-Defender-Passwort für den Patrioten. Hervorragende Arbeit. Wir sind derweil deinen Bericht durchgegangen. Er war herausragend. Endlich fügt sich das Puzzle zusammen. Unsere abschließende Analyse ergab, dass das Institut deutlich mächtiger ist, als wir je befürchtet hatten. Wenn wir eine Massenflucht inszenieren, werden die 13 Sünds des Patrioten zweifellos die letzten sein, die wir retten. Stattdessen nutzen wir diese eine Chance, um alle Sünds zu retten. Restlos alle. Okay. Das ist ein gewagter Plan. Wir dürfen uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Das Institut wird seine Sklaven nie kampflos gehen lassen. Das Kernproblem ist unser Personalmangel. Selbst wenn wir alle unsere Agenten sammeln, und das werden wir tun, können wir dem Institut nicht lange die Stirn bieten. Sprich mit Z114. Wenn die Synths dort unten die Freiheit wollen, müssen sie dafür kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Verstanden. Gut. Das führt uns zu einem heiklen Thema. So viel wir dem Patrioten auch schulden, wir können uns nicht sicher sein, wie ernst er es meint. Wenn er erfährt, dass wir zum Töten bereit sind, um Synths zu befreien, ist ihm das vielleicht zu viel. Hol dir also von ihm, was du brauchst, und schick ihn dann weg. Viel Glück. Wir alle sind in Gedanken bei dir. Noch nicht abgeschlossen. Okay, dann würde ich sagen, ich beende das hier. Wir sehen uns dann, keine Ahnung, was wir in der nächsten Folge machen, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle, die Zuschauer, und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.